Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich es verpennt, die Alex Inhale Exhale Deluxe Box bzw. dieses Bundle Poundbag zu kaufen. Und jetzt habe ich 499 Euro ausgeben müssen bei eBay, um das hierher zu bekommen. Naja, würde mich über ein Like freuen. Spaß beiseite. Ich habe eine Kooperation mit Quiadel am Laufen. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Die verkaufen nämlich solche Boxen und bieten das alles an, nachdem es ausverkauft ist. Die sind auch gar nicht mal so überteuert. Ein bisschen Geld kommt natürlich mit oben drauf. Ist ja kein Ding. Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Aber cool auf jeden Fall, dass das möglich ist. Die gibt es auch noch in den ganzen Größen hier. Hier zeige ich euch mal die Seite. Und ja, das ist für mich perfekt. Denn auf diese Art und Weise habe ich jetzt das Bundle noch bekommen. Und wenn ich mal wieder eine Box verpenne, ja, dann gibt es wieder eine Kooperation. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit und dass die Box auf euren Nacken ging. Link ist in der Beschreibung. Los geht's mit dem Video. Das ist das Alex Inhale Exhale Bundle. Ab 16 Jahren freigegeben. Interessant. Das sieht aus wie so ein großer Baggie. Und hier drin dreht sich auch alles um das eine Thema. Das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Wir haben hier Smellproof Bag, also eine geruchsdichte Tasche. Ein Block Profi Filtertipps, 8 Mylar Bags. Ja, versteht ihr sicherlich, was es ist. Dope Movie DVD. Da habe ich schon von Freundeskreis Feedback bekommen, dass nur 11 Minuten auf der DVD sind, was ein bisschen mager ist. Aber naja, gut, ist halt so ein Special. Ich habe persönlich gar keinen DVD-Player, ich könnte die gar nicht abspielen. Ja. Ist halt 2021. Inhale Exhale Shirt. 33 Premium Rolling Papers. High Quality Grinder. Album CD und 3 Premium Sticker. Nicht schlecht. Nicht für Lebensmittel geeignet. Lul. Ender 7 Straßenbahn 2020. Alex Official. Chapter 1 Alex und Universal. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, weil es keine klassische Box ist, sondern halt so ein riesengroßes Baggie. 1 Pound. Aha, kriegt man das so auf? Ich muss das ja leider kaputt machen, um das zu unboxen. So. Aber hat schon was irgendwie. Es ist irgendwie cool. So. Na. Okay. Schütten wir das mal vorsichtig aus. So, das sind die Inhalte. Das ist hier das Baggie. Das kann man auf jeden Fall, wenn man das möchte, auch nachdem man es geöffnet hat, weiterverwenden für andere Dinge. Inhale, Exhale steht hier nochmal drauf. Also einatmen, ausatmen, inhalieren, ausatmen, wie auch immer. So, das hier sind die Inhalte. Gehen wir mal der Reihe nach durch. So. Fangen wir an mit den Stickern. Die sehen so aus. So. Und so. Hennessy, Kollektiv und bunte Packs. Das sind die drei Sticker. Dann haben wir hier diese Mylar Bags. Die sind eigentlich wirklich cool gemacht. Inhale, Exhale. 187 Straßenbande präsentiert. Die sind zwei Designs. Die sind echt hochwertig und cool gemacht. Also was man hier reinpackt und was man ja, damit macht, das ist ja logisch. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal aussprechen. Nicht schlecht, wer es braucht. Auf jeden Fall coole Sache. Dann haben wir das hier. Das sind auch sehr, sehr schön bedruckt. Hochwertig gemacht. Die 32 Premium Papers. Alter. Also hier steht 33 Premium Rolling Papers, wie ihr sehen könnt. Unten. Und es sind aber nur 32. Das muss Traukheim Promi bitte mal analysieren. Hier sieht man auch diese goldenen, hervorgehobenen Schriften. Sehr schön gemacht für eine Packung Papers. Nicht schlecht. Gefällt mir. Und dann haben wir noch die 35 Profi-Filter-Tipps. Okay, davon haben wir 35, davon haben wir 32. Warum nicht gleich viel? Egal. Und wir haben noch eine Gewürzmühle darin. Die sieht so aus. Plastik, Klassiker mit so einem kleinen Magneten in der Mitte. Das Magnet ist aber sehr, naja, sehr, sehr schwach. So sieht er aus, ganz einfaches Ding. Inhale, Exhale. Ja. Auf der DVD befindet sich, wie gesagt, das Dope Movie. So ein kleiner Exklusivfilm. Aha. Ja. Wie gesagt, ich kann es nicht angucken. Ich habe keinen DVD-Player, ich habe keine Konsole mehr. Und an meinem PC oder Laptop sind auch keine Laufwerke mehr. Naja, man hätte auch einfach, wie es sich, einen YouTube-Link zu so einem ungelisteten Video reinmachen können oder so. Aber gut, DVD ist ja eigentlich ganz cool. So, dann haben wir hier das Album an sich. Sehr düster, das hätte auch ein Album... Also das hier könnte auch 10 Jahre alt sein, so wie das aussieht. Feier ich, weil das passt auf jeden Fall auch dazu. Seht ihr so das Cover, was ich so meine damit? Wir haben 17 Tracks, das ist natürlich viel. Das gefällt mir sehr gut. Ich hasse das, wenn so Alben heutzutage nur 40 Minuten lang sind. Obwohl, NBK war auch gut. Wer haben wir alles drauf? Maxwell, Bones MC, Volo, Jesus, STK, Galonero, Rusty, Kilo, Malik, Montana,
Bones, Tovarich, SA4, Saphir und Bossa. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Features. Okay. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Aber ich denke mal, hier passt das. Ist man es ja so gewohnt. Schon ein halber Sampler. Jo, so sieht das Ganze aus. Auch die CD ist so retro gemacht mit diesen durchschimmernden Teilen und der Rest so ganz einfach in schwarz gehalten. Sehr schön. Gut. Booklet. Sieht es so aus. Das ist, na gut, ist einfach gehalten. Nichts Besonderes. Muss es aber auch nie, wie ich finde jetzt. Ja, Fotos sind sehr düster. Passt aber. Alles stimmig. Aber bietet jetzt keinen Mehrwert an sich. So, was haben wir als nächstes? Die Tasche. Also wer alle 187 Boxen sich gegönnt hat in den letzten Jahren, der hat ja gefühlt 10 Taschen zu Hause rumliegen. Feier ich aber irgendwie. Die Dinger werden ja auch immer verloren oder gehen irgendwie kaputt oder so. Kann man nie genug haben von dem Zeug. So. Qualität auf den ersten Blick. Naja. Schon ein krasseres gesehen. Aber nicht schlecht. Da kann man wie gesagt abmachen, das Patch. So, ist das jetzt offen? Ja, so. Es hat 2 Reißverschlüsse, weil diese Tasche ist ja hier geruchssicher. Dass die Hunde das nicht riechen. Hier seht ihr einen Reißverschluss und einer darunter. Cool gemacht, auf jeden Fall, wenn man hier mehrere Gramm mit sich herumtragen möchte. Tasche ist an sich relativ kompakt, also ziemlich klein, würde ich schon fast sagen. Das finde ich persönlich auch wieder sehr gut. Also wenn ich so eine Tasche hätte, dann würde ich auch die gerne so klein haben. Wir haben noch 2 weitere Patches, die wir drauf machen können. Also ich finde natürlich das gelbe LX 187 mit der Krone das Beste. Ist natürlich hier von den TNs von Nike abgekupfert. Hamburgo, Warschau, Roma, Paris, Amsterdam. Und ja, die können wir halt abmachen und drauf machen. Schön, dass auch noch ein paar andere mit dabei sind. Aber das finde ich, wie gesagt, am coolsten irgendwie. So, hat was. Wie ich finde. Ja, wir sind hier direkt mit drin. Cool. Also hier erster Reißverschluss ist dieser dichte und dann der zweite ist dann der normale. Hier gut, man kann den zweiten aber auch unten drunter verstecken, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist das Band, auf dem steht 187 LX Inhale Exhale, immer und immer wieder. Kann man dann oben hier zusammenschnüren, wie man es halt braucht, von der Größe, von der Länge. Ja, Tasche an sich ganz cool, ist jetzt nicht die krasseste, aber ist auch nicht der einzige Inhalt. Wir haben ja nämlich noch hier ein T-Shirt und das ist von der Quali wirklich nicht schlecht. Erster Eindruck ist sehr gut, das ist von Gildan. Aber die gute Variante Gildan Premium Cotton, Größe XL, Made in Bangladesch. Also ich habe jetzt Größe XL, weil die Box irgendwie mehrmals hatten. Mir war das jetzt so relativ egal. Müsste mir aber eigentlich auch passen. Ist ein bisschen groß, aber ist egal. Okay, der Druck ist so klassisch 187 Bones mäßig, wie das in letzter Zeit so gemacht wird von den Designs. So retro, aber irgendwie auch cool. Scheine, die Baggies, Inhale, Exhale und Alex hier kaum zu erkennen mit feinsten Lean, Zizirp, ein Joint und seinem Auto im Hintergrund Gewitter, Blitz und Donner. Junge, Junge, kranke Filme, die hier geschoben werden, aber an sich cool, ich zieh's direkt mal an. Ja, ich muss echt sagen, das T-Shirt ist nice. Größe XL geht auch fit für mich irgendwie. Ist ein bisschen oversized, ein bisschen zu groß, aber gefällt mir in dem Fall. Weil, Größe L hätte perfekt gepasst, keine Frage. Normalerweise hätte ich eine L bekommen, aber man kann ja zwischen M und XL oder S und XL oder XXL, weiß ich es gar nicht, steht ja auf der Seite, wählen. Das fand ich auch gut auf jeden Fall, dass hier nicht nur eine Einheitsgröße ist. Cool. Ja, sagt derjenige, der gerade erst einen T-Shirt-Drop rausgebracht hat, wo eine L Oversize Einheitsgröße war. Aber ich muss sagen, von der Qualität ist dieses Shirt wirklich, wirklich nice. Also auch der Stoff. Premium Cotton ist wirklich gut. Also das ist auf jeden Fall von der Qualität viel besser als die Shirts, die in der NBK-Box zum Beispiel drin waren. Gefällt mir. Okay, gut. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben also ein sehr interessantes Bundle-Box, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist ja alles in so einem One-Pound-Bag, also in dieser verschließbaren Tüte drin. Das macht es sehr außergewöhnlich. Wir haben die ganzen Baggies, Sticker, eine Mühle, Papers, Filter, die Tasche, die ist eigentlich auch ziemlich nice mit den 3 austauschbaren Patches, das Album an sich, die DVD und das Shirt. Ich weiß gar nicht jetzt, was der Originalpreis war. Waren das 45 €? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Dafür kriegen wir aber auf jeden Fall sehr cooles Zeug
in einer guten Qualität. Die Tasche ist aber auch nicht schlecht. Der erste Eindruck war ein bisschen, naja, aber die ist schon okay. Die ist schon okay. T-Shirts finde ich auch sehr nice. Und an sich feiere ich das Bundle sehr. Ich persönlich kann damit jetzt nicht viel anfangen, weil ich habe mich dem grünen Teufel abgewandt. Aber wer das nicht hat, für den ist die Box sicherlich ziemlich nice. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, euer Max Alexberg.